mit Pixelwolf, Revi und so weiter. Ich habe gesehen, dass die Leute sehr, sehr gehatet werden. Einfach nur wegen einem Rollenspiel, Leute. Hey, ihr Höhlenmenscher draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Leben. Und nach dieser etwas sehr, sehr, chaotischen Folge gestern, endlich mal wieder etwas ruhiger, etwas chilliger. Ich möchte euch heute so ein paar Sachen zeigen, die ich gebaut habe. Und dann haben wir heute eigentlich gar keinen richtigen Plan, sondern einfach mal spontan schauen, was wir machen. So, als erstes zeige ich euch hier mal ganz kurz, zack, unseren Geheimbunker. Wie ihr seht, ist hier alles voller Öfen. Die Decke ist komplett voller Öfen und wenn ich das hier zum Beispiel wegbaue, seht ihr auch, hier hinten ist ein Ofen. Das heißt, diese Kammer ist einmal komplett mit... Moment, hier muss ich noch auf 100 stellen, weil sonst ist das zu weit. Diese Kammer hier ist einmal komplett mit Öfen ummantelt. Nur damit hier keiner eindringen kann, weil mir wurden ja gestern quasi 3 Dias geklaut. Und das war schon ein bisschen heftig. Wie ihr seht, ich habe meine Sachen wieder, hier meine Glücksspitzhacke und so weiter. Und zwar hat mir der Herr Dado hat mir hier meine Sachen wieder gegeben. Fand ich sehr nett. Das Einzige, was sie noch leider nicht mir gegeben haben, ist die Future Cam. Die ist irgendwie noch in Observatorium oder so. Ich weiß auch nicht, wo sie die gelagert haben. Auf jeden Fall finde ich es ein bisschen schade. Ich kann nämlich jetzt keine Clips mit der Future Cam aufzeichnen. Das heißt, das müssen wir uns alles im Gedanken merken. Und morgen zum Beispiel kommt auch schon die neue Ausgabe raus. Und was ich noch entdeckt habe, Leute, das muss ich euch jetzt auch noch zeigen. Wir bauen uns jetzt mal ganz schnell auf unser Dach. Oh, so. Was ich gestern entdeckt habe, war einfach nur schrecklich. Ich war hier auf unserem Dach, weil ich den Banner hier oben abbauen wollte. Und ich wollte es einfach unberührt lassen, einfach nur, damit ihr das mal sehen könnt und ihr euch selbst eine Meinung drüber bilden könnt. Moment, ich mache den Shader in der Nacht aus. Dann habe ich dieses Schild hier entdeckt. Gegen Pressefreiheit, don't fuck with La Familia. Das ist natürlich, so eine Sache, wo ich sage, da bin ich ganz, ganz, ganz schrecklich drauf zu sprechen, weil, wie ihr wisst, bin ich immer schon die ganze Zeit für die Presse gewesen. Ich war nie gegen die Presse. Herr Bergmann und ich haben die erste Ausgabe mit Bravour geschrieben und wir haben uns da so viel Mühe gegeben, allein alles zu recherchieren und so weiter. Oh, was habe ich denn jetzt entsichert? Schild entsichert. Puh, habe ich jetzt irgendwas Schlimmes abgebaut? Auf jeden Fall finden wir das echt ein bisschen schade, weil schließlich lügt die Presse ja nicht. Hallo Freaks LP, hallo, du bist neu, oder? Hallo, hier, bitteschön. Lecker. Und es ist halt einfach, man muss halt einfach sagen, dass es wirklich eine sehr, sehr große Menge an Leuten gibt, die gegen die Presse sind. Das sind zu einem derzeit die Miliz, die total gegen die Presse sind. Dann ist es noch der Wolkenspieler, der sich irgendwie den Mauderdisten irgendwie angeschlossen hat. Und ich muss sagen, das finde ich dann doch sehr, sehr schade, dass es wirklich so einen Großteil gibt der Leute, die gegen uns sind. Aber was soll man da noch machen? Also wenn da jemand sagt, man kann ihm ja nicht zu seiner Meinung zwingen, das möchte ich einfach damit sagen. Man kann die Leute nicht zu ihrer eigenen Meinung zwingen. Und das ist halt einfach so. Jetzt ganz kurz vom Roleplay draußen. Ich muss leider sagen, dass Trave somit abgebrochen ist. Für die Leute, die noch Trave geguckt haben, tut mir leid. Trave wird nicht mehr weitergeführt, einfach aus dem Grund, da das komplette Projekt auseinandergebrochen ist, sage ich mal.
Es ist einfach generell zu viel passiert und zu viele Leute sind dann ausgestiegen, deswegen kommt jetzt kein Trave mehr. Es kommen jetzt nur noch, wie gesagt, ganz normal PvP und Leben. Außerdem für die Leute, die immer geschrieben haben, hol dir doch Premium Plus auf Gomme. Ich habe jetzt Premium Plus auf Gomme, das heißt, normalerweise müsste heute später oder morgen endlich Enderkids Ungeheuer kommen. Es tut mir leid, ja, aber ich... keine Ahnung, ich schaffe irgendwie keine ordentliche Runde und wenn, dann nehme ich es nicht auf, ne? Das ist immer typisch. Genau, was ich machen wollte, haben wir hier Wolle? Das könnten wir in dieser Folge machen. Haben wir hier Wolle? Ich weiß es nämlich gar nicht. Und ich werde die Folge auch wahrscheinlich wirklich nur 10 Minuten halten, weil ich keine Zeit habe, jetzt so lange hochzuladen. Upsele, das wollte ich gar nicht. So, wir brauchen Wolle für unseren Bunker. Wir brauchen Wolle. Egal. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal in die Farmwelt und holen uns da ein bisschen Wolle. Habe ich eine Schere hier irgendwo? Nee. Sieht nicht so aus. Aber was ich auf jeden Fall ansprechen wollte, ist... oh, scheiß Skelett hier. Was machst du hier in meinem Haus? Ist die Sache mit Pixelwolf, Revi und so weiter. Ich habe gesehen, dass die Leute sehr, sehr gehatet werden. Einfach nur wegen einem Rollenspiel, Leute. Wenn irgendjemand von euch dort bei den Leuten gedisliked hat, dann bin ich echt ein bisschen enttäuscht. Weil ich sagen muss, natürlich ist es ärgerlich, wenn die Leute von dir Dias wollen und so weiter. Aber ihr müsst euch denken, ich habe mit denen im Real Life oder generell kein Problem. Das Ganze ist ein Rollenspiel. Das heißt, was wir in dieser Welt machen, ist gespielt. Das ist alles Teil eines... das wollte ich gar nicht, ich wollte ja eigentlich Schafe suchen. Das ist alles Teil eines großen Projektes, wo einfach das gespielt ist, wo wir miteinander irgendwie so einen kleinen Film, sage ich mal, aufziehen. Das ist alles nicht echt und da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Das hat keine Auswirkungen auf irgendwelche Freundschaften oder irgendwas. Und dann finde ich es echt schade, wenn ich dann da zum Beispiel auf die Folge von Pixelwolf gucke, wie viele Dislikes die hat oder die von Revi oder die von Rotpilz. Ich finde das echt ein bisschen schade, weil die Leute geben sich ja auch damit Mühe. Die Idee war auch gar nicht so schlecht. Natürlich sage ich in der Folge, oh mein Gott, die übergreifen mein Haus und so weiter, das muss ich bei der Mauderzei anzeigen. Aber Leute, das ist alles nur gespielt. Das ist alles nicht echt, auch wenn ich die Leute bei der Mauderzei anzeige und die Mauderzei die dann irgendwie verhaftet, beziehungsweise die Miliz, dann ist das auch nicht echt. Dann sind die da auch nicht böse, weil die wissen, das ist ein Rollenspiel. Genauso die ganze Zeitung und so weiter. Hatet da nicht irgendjemanden, nur weil ein Zeitungsartikel drin steht oder hatet auch nicht uns, weil ihr sagt, ja, ich bin gegen die Zeitung, jetzt muss ich dann ein Dislike geben. Leute, das ist alles ein Rollenspiel und das möchte keiner hier in diesem Projekt, dass irgendjemand da irgendwelche Leute disliked. Also deswegen bitte ich euch einfach nur, das Ganze neutral zu sehen, zu sagen, das ist ein Spiel, die Leute geben sich hier Mühe, irgendwie die Zuschauer zu unterhalten, weil ihr möchtet ja nicht 24 Stunden oder sagen wir mal jeden Tag, sagen wir mal 100, nee, das ist zu übertrieben, 100 Let's Player, sagen wir mal 4 von euren Lieblings-Let's Playern lädt ein Video hoch. Und davon baut einfach nur jeder. Es baut einfach nur jeder, es passiert keine Story oder sonst irgendwas. Ist das nicht dann auch ein bisschen langweilig? Ich meine, es muss doch für die Zuschauer alleine auch ein bisschen langweilig sein, einfach nur das Gleiche zu sehen. Einfach keine Abwechslung, einfach kein Spiel zu sehen, ja? Und das ist das, was wir eben mit diesem Roleplay machen möchten. Wir möchten da eine Roleplay-Stadt aufziehen, wo wir, wo es einen Bürgermeister gibt, wo es eine Polizei gibt, wo es, wie gesagt, eine Zeitung gibt. Ich meine, das ist doch alles Teil eines ganz großen Spiels und das ist das, was wir eigentlich für euch machen. Und natürlich auch für uns, weil uns macht das selbst einen riesengroßen Spaß. Aber ich bitte euch einfach nicht irgendwie zu haten. So, ich versuche jetzt erstmal zu den Koordinaten 00 zu kommen, weil da, meine Freunde, da ist unser Spawn. So, und wir sind jetzt auch gleich wieder bei 10 Minuten. Okay, Leute,
wisst ihr was? Ich muss die Folge unter 10 Minuten halten. Deswegen würde ich sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, schaut auch bei allen anderen im Projekt vorbei, was die so schönes auf die Beine gestellt haben. Und ich würde einfach mal sagen, sorry für die verpeilte Folge. Macht's gut, haut rein und ciao.